Irre. Also wir sind jetzt gerade wirklich von Düsseldorf bis nach Lüttich in der Werbekarawane gefahren. Oben auf dem Skoda-LKW, quasi das coolste Cabrio der Welt. Was für Leute am Rand standen, wie viele Menschen da waren und wie die sich alle gefreut haben. Wirklich großartig. Also so viel Begeisterung für den Sport. Wie man so schön sagt, Deutschland kann auch Tour. Ich finde es großartig. Also das war wirklich ein super geiles Erlebnis und mir hat es megamäßig gefallen. Es hat richtig gefetzt. Die Jungs haben jetzt noch 28 Kilometer. Ich bin schon mal hier zum Bus von Wagi gelaufen. Wir laufen so langsam die Vorbereitung an, dass die Jungs sich hier dann ja, nach dem Rennen frisch machen und so weiter und so fort. Ich muss dann relativ kurzfristig nach dem Finallauf auch hier die Biege machen und mit dem Shuttle zurückfahren in Richtung Düsseldorf. Deswegen sitze ich jetzt schon mal hier, werde mir vorne nicht den Anlauf live angucken und in den Genuss kommen einer großen Leinwand. Deswegen habe ich mir hier mal meinen kleinen eigenen Monitor hingebaut. Dank ARD Livestream ist das alles ganz gut machbar. Und dann warten wir mal hier auf den Robert. Wäre schön, wenn er jetzt da wäre. Ich könnte gerade einen Kaffee gebrauchen. Aber der kommt ja gleich. So, der Sprint ist gelaufen. Wagi müsste jetzt gleich hier zum Bus kommen. Ich gucke hier immer schon, ob er hier irgendwo auftaucht. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen verstehen, weil die Hubschrauber hier rüberkreisen. Das ist ganz schön laut. Und mal gucken, was Wagi sagt. Mal gucken, wie er aussieht. War ja doch auch ein bisschen nass. So, da ist er, der Robert. Hey, Fabi. Herzlich willkommen zurück. Siehst ein bisschen schmutzig aus, siehst du ein bisschen. Bisschen dreckig geworden heute, ja? Ja. Oh, geil. Wie war es, durch deine Heimat zu fahren? Nee, brutal geil heute gewesen hier. Gut, dass es die Tour ist und dass es voll ist. Das kann man sich denken, aber dass so viel los ist, oder dass wir so empfangen werden wurden in Deutschland, war echt grandios. Also hammermäßig. Also, kann ich nur bestätigen. Also auf dem Caravan war Hammer, oder? War richtig gut. War die Hölle los, ja. War sehr geil. Mich richtig gefreut. Ja, ansonsten Finale. Muss mal ehrlich sein, von uns ist einer gestürzt. Und auf der Roller, alsjeblieft, auf der Tax. Von uns ist Tom Leser gestürzt, das war nicht so cool. Den haben wir am Ende vermisst, ja. Den haben wir gebraucht. Wir saßen eigentlich noch in einer ganz guten Position so. Ich weiß nicht, was das war, 800 oder 700 Meter vom Ziel. Aber als ich dann die Nase im Wind hatte, habe ich ganz schnell gemerkt, dass mir die Beine da... dass mir die schnellen Beine gefehlt haben. Eigentlich hätte ich noch einen Gang mehr gebraucht, so vom Gefühl her. Ich hatte das Gefühl, ich fahre hier eine Union-Übersetzung. Wow. Ja, und irgendwer von Bora kam hinter mir vorbeigeknallt. Und nee, wie gesagt, saß nichts mehr in den Beinen drin. Guck mal nach. Ja? Ja, ich habe gesehen, bei 1000 Meter ungefähr bist du rausgegangen, ne? Warst du das? Timo Rosen. Ah, das war Timo. Ich habe es auf meinem Handy nur beobachtet. Okay, ja. Konnte nicht so viel erkennen. Ja. Okay. Wir sind gut durch den Tunnel durch, aber wir waren dann halt nur noch zu dritt. Timo Rosen, ich und Dylan. Wie gesagt, wir haben den Tom Leser schmerzlich vermisst. Ja. Und ja, erstmal gucken, ob der jetzt okay ist. Wie gesagt, der lag vorhin dabei. Das war nicht so cool. Aber die halbe Sky-Mannschaft, die lag da im Kreisverkehr. Es war absolut glatt. Alles klar. Gut, dann erhole ich mal ordentlich. Machen wir. Ich mache sie jetzt zurück. Und dann hören wir. Genau. Und an alle Zuschauer, wie gesagt, das war jetzt unser Videotagebuch. Das endet hier und jetzt geht es dann in schriftlicher Form weiter. Also hier. Also, jetzt komm ich. Ich sag auch. Winke, winke. Ciao. Der Dicke wird, wir werden telefonisch Kontakt haben. Genau, und vielleicht melden wir uns ja auch noch mit einem kleinen Video. Genau, alles klar. Irgendwas wird uns einfallen, ne? Also der Dicke und der Mega sagen Tschüss. So, auf dem Weg zurück zum Taxi finde ich hier gerade noch den Sibi. Mahlzeit. Hi, kleine Einschätzung von dir. Ich habe gerade schon mit Wagi gequatscht. Super Wetter jetzt. Jetzt. Nee, kleine Einschätzung. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich glaube, ich habe den halben Tag heute Gänsehaut gehabt. Jetzt habe ich mich gerade beruhigt ein bisschen. Und war natürlich extrem cool. Ja. Also ich glaube, ganz Nordrhein-Westfalen war auf den Beinen. Ein paar Kolumbianer habe ich zwischendurch auch gesehen. Und ja, ich glaube, wer heute keine Gänsehaut bekommen hat, ich glaube, der ist falsch am Platz. Okay. Am Platz.
Einschätzung zum Ergebnis. André Dritter, sicherlich nicht ganz schlecht, aber auch nicht das, was ihr erhofft habt. Okay, ich hätte mich, glaube ich, lieber gefreut, wenn André die Arme hochgenommen hätte. Nichtsdestotrotz, Marcel ist auch einen super starken Sprint natürlich gefahren. Und wir sind halt hier hängen gefahren oder heute Morgen in den Bus gegangen, um halt die Etappe zu gewinnen. Und selbst der Zweite schon der erste Verlierer leider. Von daher haben wir natürlich auf mehr gehofft. Aber wir haben die Stimmung genossen. Und am Ende haben wir halt den Sprintzug eigentlich ganz gut angefahren. Klar hat halt einer gefehlt. Aber Toni hatte heute, glaube ich, genug Probleme hinten im Feld, um halt überhaupt die Etappe zu Ende zu fahren, weil er halt gestern gestürzt ist. Von daher, ja, bei der Tour zählt halt jeder Mann. Und wenn man halt dann so einen Tag hat, wo einer verletzt ist und der dann halt gerade im Sprintzug helfen könnte, macht natürlich extrem viel aus. Alles klar, vielen Dank und noch viel Erfolg. So, Buddy, schöne Reise. Danke. Sehen uns. Ciao. Ja, also, aus deutscher Sicht natürlich höchst erfreulich. Erster Etappensieg durch Marcel Kittel. Wagi schien so semi-zufrieden. Gut, Marcel haben wir gesehen. Was soll er sagen? Klar, Etappensieg wäre viel geiler. Aber ich möchte gerne mit den Worten abschließen. Schönes Ergebnis, das lässt hoffen. Freuen wir uns auf 3 weitere spannende Wochen. Macht's gut! Auch ganz geil ist übrigens, jetzt so ungefähr eine knappe Dreiviertelstunde nach dem Rennen, scheint einfach mal die Sonne. Es ist genauso wie gestern. Da hat schon gerade einer ein wunderschönes Wort verwendet, das sogenannte Arschlochwetter. Ja, so ist es.